Halt die Straße! Los! Alarm! Alarm! Dani und seine Leute sind raus! Alarm! Was haben Sie vor? Das wirst du schon sehen. Was ist passiert? Vier Gefangene sind entkommen. Sie haben einen Wachmann als Geisel mitgenommen. Was bringt es euch, wenn ihr mich umlegt? Ich bin doch nur ein Wachmann. Was für eine Überraschung. Die Pistole ist ja gar nicht geladen. Solange der Laden läuft, bekommen wir keine Munition. Ach ja? Warum hast du uns das nicht schon vor unserem Ausbruch erzählt, du Flachwichser? Hier! Du Schwein, du! Behandelt ihn genauso gut, wie er uns behandelt hat. Wiedersehen, Willi! Er lebt, Kommissar. Kommissar Santini, eine Ambulanz in die Via Orsini. Und zwar umgehend.
Das war ja ein richtiges Feuerwerk, armer Franco. Aber da wolltest du ja nicht anders. Du, ich finde, wir sollten umsteigen. Du bist ein Genie, Pietro. Ehrlich. Wir brauchen nicht nur eine andere Karre, vor allem brauchen wir Knete. Und dann machen wir einen großen Satz. Genau. Was ist mit den Papieren? Die kriegen wir schon, das ist kein Problem. Wir müssen sie nur bezahlen können. Ich werde mich mit einem Freund in Verbindung setzen. Hey, schnappen wir uns! Geben Sie mir Ihre Brieftasche. Verbindlichen Dank. Was fällt Ihnen ein? Was soll das heißen? Das ist der liebe Bruno! Hilfe! 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 Nein! Lassen Sie ihn bringen! Halt die Fresse! Hilfe! Los, wir verschwinden! Schlüssel haben sie auch mitgenommen. Scheiße. Für einen Moment habe ich gedacht, sie wollten uns umbringen. Voll machen und beeilen Sie sich ein bisschen. Jawohl. Was macht's? 11.000 Lire. Papa! Du bleibst hier! Was wollt ihr von uns? Lasst ihn los! Was hat er euch getan? Sag uns, wo ihr das Geld aufbewahrt, oder ich schlage dich tot. Einen Safe haben wir nicht. Durchsuch ihn, mach schon, du kannst ihn ruhig noch ein paar verpassen. Warum schlagen Sie dich denn so? Oh. Hier. Wir verschwinden! Oh. Ihr Schweine! Wie viel war drin? Keine Ahnung, aber es ist ein ganz schöner Batzen. Ihr Drecksäue! Ihr kommt nicht weit! Wir kriegen euch! Papa! 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 Hast du große Schmerzen? Oh, ruf die Polizei! Die Polizei! Ruf die Polizei! Sofort! Wir müssen alles machen. Mein Auge ist geschützt. Ja, du hast nicht mehr von mir.
Das sind die vier Flüchtigen, Herr Kommissar. Verbinden Sie mich mit meinem Vater. Mario Cortese. Bruno Esposito. Der klemmt Luxusautos, ein berühmter Kunde. Pietro Caporali. Das Narbengesicht hat er genannt. Nanni Vitale, ein Messerstecher und Totschläger. Außerdem verurteilt wegen Hehlerei und einem Überfall auf die Banca Commerciale. Herr Kommissar? Hm? Ihr Gespräch. Danke. Papa? Entschuldige, dass ich dich bei der Arbeit störe. Kannst du dich erinnern, du hast doch damals den Prozess gegen Nanni Vitale geführt? Ja, das war vor 3 Jahren. Ich habe ihn und seine Komplizen für 20 Jahre hinter Gitter geschickt. Die Burschen sind ausgebrochen. Davon habe ich gehört. Wie geht es dem Wachmann? Er wird es überleben. Ich habe sie verfolgt, aber sie sind mir dummerweise entwischt. Mein Wagen ist in Flammen aufgegangen. Wenn ich mich recht erinnere, ist Vitale vor allem wegen einer Zeugenaussage verurteilt worden. Der Mann ist Barbareschi. Vitale hat geschworen, sich dafür an Barbareschi zu rächen. Barbareschi? Ein guter Hinweis. Vielleicht hilft uns das weiter. Entschuldige eine Sekunde mal. Sehen Sie nach, ob wir über ihn etwas in den Akten haben, Mario. So, weißt du sonst noch was über Barbareschi? Nur, dass er hier in der Stadt mit einer Giuliana Caroli lebt. Sieh dich vor, Giulio. Vitale ist wie ein tollwütiger Hund. Danke für die Information. Ich melde mich wieder. Ciao. Mario, pass auf sie auf. Könntet ihr jetzt mal verraten, was das alles zu bedeuten hat? Lies das durch. Du weißt genau, wer wir sind. Du hast uns damals verpfiffen. Und nun sind wir hier. Die Jungs hier sind Freunde. Die können Verräter auf den Tod nicht leiden. Ich kenne sie nicht, wirklich nicht. Ehrlich, ich schwöre es bei meinem Leben. Sie müssen sich irren, wirklich. Ach, wirklich? Wer arbeitet dann für dich? Der sollte wissen, was ihn erwartet. Informanten sind Todeskandidaten. Ist das klar? Du dreckige Sau. Es ist aus! Nein! Oh doch. Wir werden deinen Freund töten. Er wird langsam sterben. Du wirst ihm dabei zusehen. Er wird um sein Leben winseln, aber es wird ihm nichts nützen, weil er Nanni Vitale verpfiffen hat. Lies das hier! Lies das! Lies es! Lies das, Hure! Nanni Vitale, der gefährliche Verbrecher, hat schon 2 Leute umgebracht. Weißt du auch, wie sein Spitzname ist?
Der wahnsinnige Mörder. Hast du Angst vor mir? Nein. Na, was ist? Hast du wirklich keine Angst vor mir? Nein? Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Lass ihn zufrieden! Sie hat dir nichts getan! Ah, gefällt's dir? Ich stinke nicht so wie der geile Bock da drüben. Ich gefall dir doch. Lass sie los! Du sollst sie loslassen! Deine Freundin gefällt mir. Du hast wirklich einen guten Geschmack. Ich habe schon lange keine Frau mehr gehabt. Weißt du, wie unmenschlich das ist? Sag mal, ist sie gut im Bett? Naja, ich werde es rausfinden auf meine Art. Du verdammte Schwein! Komm mit. Zieh dich nicht so. Los doch. Du bist es doch auch. Lass sie in Ruhe. Halt deinen Brüll. Lass mich zufrieden. Überlass ihn mir. Thank you.
Weißt du, ich mach ernst. Wenn du nicht parierst, passiert dir das Gleiche. Hast du mich verstanden? Du kommst mit mir. Los, geh. Halt euch! Will ich bis Weihnachten hier bleiben? Hey. Halt schön die Augen auf, damit du ja nichts versäumst. Los, Bruno, hol jetzt den Kalk. Wunderbar. Dann wird sie gleich bei uns vorbeikommen. Ich bleibe hier und warte auf sie.
springen. Avanti. Buongiorno. Wer sind Sie? Giuliana Caroli? Ja. Ich bin Kommissar Santini von der Mordkommission. Polizei? Was wollen Sie? Ich hätte ein paar Fragen. Sagen Sie, kennen Sie einen gewissen Barbareschi? Ja. Wieso? Wir suchen ihn. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Das kann ich leider nicht. Wir haben uns getrennt. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Können Sie mir sagen, warum Sie sich getrennt haben? Wenn Sie Barbareschi suchen, bin ich sicher, dass Sie alles über ihn wissen. Und natürlich auch, dass ich seine Freundin gewesen bin. Genau. Wir hatten Streit miteinander und haben uns getrennt, einfach so. Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, als ich sein Haus verlassen habe. So, so. Ich verstehe. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich setze? Nein, bitte. Erlauben Sie mir noch eine Frage zu stellen? Sie müssen doch in der Zeit, als Sie mit Barbareschi zusammen waren, bestimmt irgendwelche Freunde von ihm kennengelernt haben. Vielleicht können die mir sagen, wo ich Barbareschi finde. Vielleicht können Sie mir ein paar Telefonnummern oder Adressen geben. Wissen Sie, das ist nicht so leicht. Das ist sogar ziemlich schwer. Barbareschi war Vertreter gewesen. Er war viel unterwegs. Ich kenne kaum jemanden von seinen Freunden. Sie sagen, er war viel unterwegs? Warum benutzen Sie die Vergangenheitsform? Ich bin völlig durcheinander. Ich verstehe nach so einer Trennung. Nur noch eine Frage. Wussten Sie von seinen Verbindungen zur Polizei? Nein, davon weiß ich nichts. Was für Verbindungen sollen das sein? Was hat er getan? Nichts. Oh. Wenn Sie ihn zufällig treffen, richten Sie ihm doch bitte aus, dass ich ihn sprechen möchte. Das werden Sie doch für mich tun, oder? Natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was haben Sie rausgefunden? Sie sagt, sie weiß nichts. Und dass sie nicht mehr zusammen sind. Ihr bleibt ihr auf den Fersen. Irgendwann wird er auftauchen. Kommissar, wollen Sie damit sagen, dass etwas faul ist? Es ist nur ein Gefühl. Irgend so ein Gefühl. Sie sah irgendwie verschreckt aus. Sie hat mir etwas vorgespielt. Ich glaube, sie hat Angst. Pappalardo, behalten Sie sie im Auge. Mario wird sie später ablösen. Passen Sie auf, dass sie ihn nicht entwischt. Alles klar? Klar, Chef. Mit dieser Maske erkennt mich keiner. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die heikle Situation fabelhaft gemeistert. Ich sehe, du hast es verstanden. Vergiss nie, was ich gesagt habe.
Ich hasse es, überflüssige Worte zu verlieren. Du bist eine schöne Frau. Und du gefällst mir. Solltest du mich je verraten, bist du eine tote Frau, klar? Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, musst du mir gehorchen wie meine Männer. Und da läuft ja auch nur die kleinste Kleinigkeit. Bist du eine tote Frau, hast du mich verstanden? Und das wäre doch wirklich schade, finde ich. Du hast gesehen, wie gerne ich töte, nicht wahr? Ich habe ein Wahnsinnsding vor. Und du wirst mir dabei helfen. Die Polizei... Die Polizei sucht Barbareski. Du hast es doch gehört. Oh. Na und wenn schon. Deine Aufgabe ist es, deinen Vater zu überreden, uns dabei zu helfen. Ich habe ihn über ein Jahr nicht gesehen, Nanny. Seitdem ich mit Barbareski zusammen war. Ja, das ist ja noch besser. Dann hast du eine fantastische Ausrede. Du wirst dich mit deinem Vater versöhnen und ihn bitten, wieder zu ihm ziehen zu dürfen. Und er wird glücklich sein, dass seine Tochter wieder da ist. Nachher treffe ich dich mit der Tasche voller Kohlen auf dem Flughafen mit zwei Pässen, die ein Freund von mir gemacht hat. Und zwei Tickets werden auf uns warten. Wir fliegen nach Venezuela. Bevor der Rummel hier losgeht, sind wir schon längst draußen. Wird's nicht vielleicht doch gefährlich? Das Problem ist dein Vater. Für die Aktion brauchen wir höchstens 10 Minuten. Und dich, mein Engel, als reumütige Tochter, die unbedingt wieder nach Hause will. Ich weiß, dass du das schaffst. Sicher. Du wirst keine Pistole brauchen. Du kriegst trotzdem eine. Das beruhigt, du wirst sehen. Du mach dir keine Sorgen. Hab keine Angst, es wird kein Tropfen Blut fließen. Nur keine Angst, es wird kein Tropfen Blut fließen. So sieht Nanni Gitale in Natura aus. Er tritt aber auch in diesen Masken auf. Lasst überall Kontrollen aufstellen. Am Flughafen, auf dem Bahnhof, im Hafen, an allen Ausfallstraßen. Ich will nicht nur in der Stadt Straßen sperren, sondern auch auf den Durchfahrtsstraßen und allen Straßen, die... Die bewusste Dame wäre hier. Sie wissen schon welche. Wen meinen Sie? Ja? Giuliana Caroli? Lassen Sie sie reinkommen. Vielen Dank, wenn Sie jetzt bitte gehen. Nein, Sie bleiben. Buongiorno. 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 Herr Kommissar, da wäre eine Dame für Sie. Lassen Sie sie reinkommen. Buongiorno. Buongiorno. Setzen Sie sich. Ah.
Ein Verbrecher, der zu allem fähig ist. Barbareski hat ihn in den Bau gebracht. Barbareski ist tot. Er hat ihn getötet. Er hat gesagt, dass er ihn verpfiffen hätte, dass er ein Denunziant sei. Und dann hat er ihn umgebracht. Sie haben ihn in eine Grube gelegt und dann, als er schon halb tot war, mit Kalk übergossen. Er hat geschrien und geschrien. Er hat mich gezwungen, alles mit anzusehen. Es war fürchterlich. So fürchterlich und es hörte nicht auf. Ich höre nur schreien und ihn anflehen. Ich war völlig erstarrt. Vorher hat er mich noch brutal vergewaltigt. Er hat mir gedroht, dass ich ebenso ums Leben kommen würde wie bei Valeski. Wenn ich nicht alles tue, was er sagt. Von dem Tag an war alles wie ein Albtraum für mich. Ich habe so Angst gehabt und habe immer mehr Angst. Ich habe so Angst. An dem Tag, als sie bei mir waren, hätte ich ihnen kein Wort gesagt. Und wenn sie mich bei lebendigem Leib verbrannt hätten. Er war da. Im Nebenzimmer. Freitag 3 Uhr ist der nächste Coup fällig. Das Büro einer Pulverfabrik soll überfallen werden. Anschließend fahren wir zum Flughafen und treffen dort jemanden, den ich nicht kenne. Von ihm kriegen wir Tickets und Pässe und fliegen nach Venezuela. Geben Sie mir den Chef. Ich bin vor einem Jahr aus dem Haus meines Vaters ausgezogen. Er arbeitet in der Fabrik als Wachmann. Ich soll ihn ablenken, während Nanni die Lohngelder klaut. Mein Vater. Ich habe meinen Vater ein Jahr lang nicht gesehen. Ich habe fürchterliche Angst, dass er vor meinen Augen erschossen wird. Weil er nicht jemand ist, der einfach die Hände hochhebt, wenn ihm jemand die Pistole vor die Brust hält. Er wird sich wehren. Der ergibt sich nicht so einfach. Und dann gibt es ein Blutbad, das weiß ich. Das wird nicht passieren. Okay, steigen Sie aus. Und dann müssen Sie mich bezahlen. Ganz locker. Wie viel macht das? 5000 Lire, nicht? Danke, stimmt so. Und da heißt es immer, Frauen geben keine ordentlichen Trinkgelder. Verlassen Sie das Hotel nicht vor Freitag. Ich mache, was Sie sagen. Und verlieren Sie nicht die Nerven, es wird alles gut gehen. Ja. Und, Juliana, bis dahin tun Sie alles, was er von Ihnen verlangt. Sie stehen unter meinem persönlichen Schutz, alles klar? Ja. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns Freitag. Taxi! Taxi! Da habe ich ja Glück gehabt. Hier, nehmen Sie. Tut mir leid, Signora, ich mache gerade Schluss. Ich muss unbedingt in die Bierkavur, bevor Sophias Hundehimmel zumacht. Steig ein, Sissi! Die sind darauf spezialisiert, unsere Lieblinge zu frisieren und ihnen ein perfektes Make-up zu machen. Bella sieht jedes Mal hinterher 3 Jahre jünger aus. Bitte, fahren Sie los. Okay, ich will ja nicht, dass Ihr Hund Komplexe bekommt. Och, er ist so depressiv. Er hat schon 5-mal eine Überdosis Hundekuchen gefressen.
Sprechen wir nicht über die Vergangenheit. Das Einzige, was zählt, ist, dass du wieder zu mir zurück willst. Der Kommissar hat mir alles erzählt. Er hat mich in alles eingeweiht, wie er die Verbrecher schnappen will. Ich verstehe einfach nicht, wie du in diese Geschichte hineingeraten konntest. Papa, bitte nicht jetzt. Ich werde es dir irgendwann mal erklären. Jetzt möchte ich dir nur sagen, wie glücklich ich bin. Das ist schön, Kleines. Es ist traurig, eine Tochter zu haben, die sich über ein Jahr nicht sehen lässt. Du hast mir sehr gefehlt, Kleines. So bleiben, dann passiert euch nicht. Los, komm! Na, wen haben wir denn da? Nehmt die Mädchen mit. Die können wir gut als Geiseln gebrauchen. Kommissar Santini. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Kommissar Santini. Leider habe ich nicht die Zeit, um mit Ihnen ein bisschen zu plaudern. Geht mit dem Mädchen vor. Du bist ein dreckiger Feigling. Du bist nur dann mutig, wenn du eine Waffe in der Hand hast, mit der du wehrlose Frauen terrorisieren kannst. Du bist ein Feigling! Wir werden jetzt gehen. Nur eine Bewegung. Und ich blase euch das Hirn raus. Tut, was er sagt. Lasst sie laufen. Und das zum Thema Vernunft. Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Was ist denn so da? Los, rein in den Wagen! Ja, alle! Mach schon! Repariert passiert euch nichts! Komm schon! Und, los! Hört auf mit dem Gewinn! Ein mit euch! Du stehst doch immer da wie eine Idiotin! Los, steig ein! Auf den Boden mit euch! Los! Wo ist dein Telefon? Da drüben. Hier ist Santini. Eine Frau ist getötet worden und einer von den Buchhaltern ist verletzt. Sie sind mit den Geiseln unterwegs. Jetzt tritt Operation 7 in Kraft. Ich würde sagen, wir sind ganz gut rausgekommen. Ach, was Scheiße, das ist eine Falle gewesen. Einer hat uns verpfiffen. Ein Freund mit dem Pest. Auf den können wir uns verlassen, so geil wie der aufs Geld ist. Scheiße, die Bullen. Wir haben die Mädchen. Mach dir keine Sorgen. Was machst du? Bist du weg? Steigt aus! Kommt raus, schnell! Thank you.
Lass uns vorbei! Wir haben die Geiseln, die krepieren sonst! Die sind in Sicherheit, denen kann nichts mehr passieren! Eine falsche Bewegung und ich schieße! Sie haben sehr viel Mut bewiesen. Jetzt wird alles wieder gut. Aber jetzt weiß er, dass ich ein doppeltes Spiel gespielt habe. Er wird mich suchen. Sie haben recht. Er wird Sie überall suchen. Darüber gibt es keinen Zweifel. Rosa. Nanny. Ciao. Nanny. Du siehst gut aus. Komm, setzen wir uns. Rosa, ich habe nicht viel Zeit. Die Bullen sind hinter mir her. Wenn die wissen, dass ich eine Schwester habe, sind die sofort hier. Die denken dann, dass du mich versteckst. Du würdest nicht hierher kommen dürfen. Ich habe von einem Ausbruch in der Zeitung gelesen vor ein paar Tagen. Ich dachte, du wärst längst aus Italien raus. Ich verschwinde. Zuerst muss ich noch etwas erledigen. Eine Hure hat mich verraten. Die wird dafür bezahlen. Du musst mir helfen. Sag der Polizei, ich bin hier und dass du mich gesehen hast. Sie werden Straßensperren errichten, um mich zu fangen. Ich werde längst wieder in der Stadt sein, um diese verdammte Verräterin zu bestrafen. Hast du ein bisschen Geld für mich? Das ist Falschgeld. Die ganzen Millionen. Sie haben uns aufs Kreuz gelegt. Wie viel hast du dabei? Was kannst du mir geben? Das ist alles, was ich entbehren kann, Nadine. Wie läuft's mit dem Kaffee? Nicht so besonders. Entschuldige, Nanny. Ist es zu viel verlangt, wenn ich dich jetzt bitte? Ja, ja. Ich verschwinde. Danke. Ciao.
Wir haben ihn gefunden. Ihr habt davon keine Ahnung, was? Diese Hure hat uns verpfiffen. Aber Nanny habt ihr noch nicht, er wird mit dir abrechnen. Auf dich wartet lebenslänglich. Es würde sich rentieren, wenn du plaudern würdest. Wir werden den Kerl finden. Willst du uns sagen, wo er steckt? Ich hab damit nichts zu tun gehabt. Das war Nanny, ich schwör's. Du feiges Tuttenarschloch! Steck ihn in den Wagen. Rufen Sie an. Er soll abgeholt werden. Sofort. Ich weiß, er bringt mich um. Wir werden ihn erwischen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe furchtbare Angst. Einer von meinen Leuten steht am Eingang. Und hier draußen stehen zwei. Ein weiterer ist in der Pension, zwei sind auf der Terrasse. Sie können beruhigt schlafen. Er will mich töten, er wird nicht eher ruhen. Je schwieriger das ist, umso mehr turnt es ihn an. Er wird alles dran setzen. Ich danke Ihnen für alles, was Sie getan haben. Aber ich werde mich erst wieder sicher fühlen, wenn er im Gefängnis ist. Wenn ich dann noch am Leben bin. Versuchen Sie ein bisschen zu schlafen, wenn Sie können. Danke. Ich werde es versuchen. Er hat auf mich geschossen. Er ist in einem Haus gegenüber. Ich hab's gewusst. Mein Bein blutet, aber es ist nichts Ernstes. Ich habe ihm gesagt, er wird hier auftauchen. Nichts reizt ihn so sehr wie Gefahr. Was ist los? Manzoni hat es erwischt. Mario und das Mädchen sind verletzt. Verdammt! Er war da drüben, im obersten Stockwerk. Sind alle Straßen abgeriegelt? Ja. Doktor, Sie kommen mit mir. Ist er bei Ihnen gewesen?
Ja, ich bin schließlich seine Schwester. Sie sind fleißig. Sie haben sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Aber Sie lesen doch auch die Zeitungen. Ihr Nanny ist ein Mörder, Signora. Und er wird weiter morden. Er war schon als kleiner Junge nicht ganz richtig im Kopf. Er hatte ständig Streit mit den Jungs aus der Nachbarschaft. Hat immer angegeben und hatte nie Geduld. Er war ein schreckliches Kind. Nur wenn unser Vater ihn mit seinem Gürtel verprügelt hat, hat er nachgegeben. Er war 11 Jahre, da hat er seinem Freund das Zimmer angezündet. Er ist dabei verbrannt. Und wo ist er jetzt? Wissen Sie, wo er sich versteckt? Nein. Er wird irgendwo in der Stadt sein. Hören Sie, Signora. Wenn Sie mir helfen können, dann helfen Sie. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Sie wollen doch nicht auch ins Gefängnis. Sie könnten wegen Mitwisserschaft verhaftet werden. Gut zu wissen, dass sie dich aus dem Gefängnis wieder entlassen haben. Seit wann bist du raus? Seit Donnerstag. Sie konnten mir nichts nachweisen. Du hast den Bullen umgelegt? Na sicher. Ich habe ihn genau zwischen die Augen getroffen. Alles klar. Du kannst mit mir arbeiten, wenn du willst. Du hast recht mit dem, was du getan hast. Das war fantastisch. Und die Leiche, die sie gefunden haben, dieser Barbareski, das bist doch auch du gewesen. Merk dir als Erstes, stell nicht so viel Fragen. Da ist er. Los, komm. Hey, was soll das? Setzen Sie sich rüber, ich fahre. Lass doch. Sehen Sie Ihren Vater, den Herrn Richter, jetzt mal an. Jetzt sieht er nicht mehr so unnahbar und mächtig aus. Das ist eine von meinen Lieblingsstraßen. Gefällt sie Ihnen auch so gut, Herr Richter? Ihre Straße ist und bleibt eine Sackgasse. Der alte Sack glaubt, er ist im Gerichtssaal. Irrtum, Onkel. Ja, Nanny. Nanny Vitale. Jetzt erkenne ich sie wieder. Nanny Vitale. Es gibt ein Sprichwort. Niemand wird zu einem so großen Trottel wie ein alter Trottel. Sie waren schuld. Sie haben mich verknackt. Und jetzt sind Sie mein Gefangener, Richter Santini. Und Sie Paragraphenschwein werden mir helfen, mir Ihren Sohn vom Leib zu halten. Ja? Santini, Kommissar, kommen Sie, ein Anruf für Sie. Es ist dringend. Was ist los? Ja? Kommissar Santini. Ja, am Apparat. Ihre Schwester ist am Apparat. Ja, und? Carla, was ist los? Was? Giulio, ich und Papa, wir sind in die Hände von... Hören Sie zu, Kommissar. Ja, auf zu zappeln. Ich mache eine kleine Tour mit Ihrer Schwester. Mit ihr allein? Nein, nicht mit ihr allein. Bleibt doch mal ruhig stehen. Wir haben Ihren Vater und Ihre Schwester. Meinen Vater? Richtig, Kommissar. Soll das ein Witz sein? Wer sind Sie? Mit wem spreche ich? Wenn Sie richtig zuhören würden, wüssten Sie wer. Wir sind uns erst vor kurzem begegnet. Ich bin ein alter Freund der Familie. Ich würde Ihnen raten, jetzt genau das zu tun, was ich Ihnen sage. Wissen Sie jetzt, wer ich bin? Ist ziemlich einfach rauszubringen, finde ich, wenn man nicht total verblödet ist. Ich bin Nanni Vitale. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Sie wissen, mit mir ist nicht zu spaßen. Wenn Sie die beiden wiedersehen wollen, dann wäre es besser, Sie tun, was ich sage. Verschaffen Sie mir 100 Millionen Lire und garantieren Sie mir freien Abzug. Sie sind ein Feigling. Sie glauben, ein Genie zu sein, dabei sind Sie nur ein Mörder. Von Leuten wie Ihnen gehen 20 auf ein Dutzend. Wenn Sie nur halb so mutig wären, wie Sie vorgeben zu sein, würden Sie mir gegenübertreten und mit mir kämpfen. Verfluchter Feigling! Hör zu, du Scheißkerl! Ich lasse mich nicht provozieren. Wenn du so weiter quatschst, dann bringe ich Sie gleich um. Ich rufe Sie in 3 Tagen wieder an. Bis dahin sollte alles vorbereitet sein. Komm, hör endlich mit dem Gewinsel auf! Steig hinten ein, ich fahr weiter. Wir haben den Anruf zurückverfolgt. Er kam aus einer öffentlichen Telefonzelle in der Nähe von San Vergado, etwa 100 Kilometer nördlich. Haben Sie weitere Anweisungen für uns? Sagen Sie dem Chef, ich muss Ihnen dringend sprechen. Haben Sie den Anruf entgegengenommen, Mario? Ja. Ich komme sofort. Gut, Herr Kommissar. Los. Kommen Sie schnell! Ja.
Was meinst du, ob sie noch Jungfrau ist? Wenn sie es ist, müssen wir den Gefallen tun, finde ich. Bullen. Pass auf. Sie sind's. Mir geht's schon viel besser, danke. Das freut mich. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, er hat zwei Polizisten umgebracht. Und Ihr Vater und Ihre Schwester? Ich werde so tun, als würde ich auf alles eingehen. Bitte seien Sie vorsichtig. Er ist eine gemeine Bestie. Ich kann es nicht erwarten, ihn in die Finger zu bekommen. Bitte bleiben Sie dran. Argenti, bitte besorgen Sie mir diese Unterlagen. Ich brauche sie dringend. Entschuldigen Sie. Ich gebe Ihnen sofort Bescheid, sobald sich etwas Neues ergibt. In Ordnung, danke. Ciao, Giuliano. Du sorgst für mich wie deine Mama. Es kommt mir fast so vor, als wäre sie noch am Leben. Ich freue mich, dass du wieder zu mir ziehen willst, wenn das alles hier vorüber ist. Die Jahre vergehen und die Einsamkeit ist nichts für einen alten Mann. Papa, es wird alles, wie es war. Schau dich nur im Spiegel an, wie du aussiehst. Die Krawatte sitzt ganz schief. So ist es gut. Ihre Hunde werden Ihnen auch nicht weiterhelfen. Es gibt ja zu viel Gerüche. Wir werden uns jetzt alle ein bisschen ausruhen. Ja. Yeah. Halt still! Träum was Schönes. Gute Nacht. Papa!
Ja, Kleines. Du musst jetzt stark sein. Ich habe Angst, Papa. Ich habe Angst. Giulio, glaubst du, er kann uns helfen? Ich werde es nie vergessen, wie sie die beiden Polizisten niedergeschossen haben. Hoffen wir das Beste. Unser Leben, das ist wahr, ist im Moment in schlechten Händen. Giulio wird alles tun, was in seiner Macht steht. Davon bin ich überzeugt. Die zwei sind wahnsinnig. Zwei wahnsinnige Kriminelle. Vertraue auf Gott, mein Kind. Hier sind wir in Sicherheit. Das war mal eine Fabrik, die ist irgendwann geschlossen worden. Niemand weiß warum. Du kannst mir glauben, hier hat noch nie jemand nach mir gesucht. Du wirst ganz schön rumkommen, wenn du bei mir bleibst. Du bist ein prima Kumpel. Danke. Du bist mein großes Vorbild. Ich wollte schon immer so wie du sein, aber das werde ich wohl nie ganz schaffen. Ich bin jetzt sehr müde, ich muss mich ausruhen. Ich falle um vor Müdigkeit. Du passt auf mich auf. Nur ein paar Stunden. Wir werden es schaffen. Es wird alles gut werden. Das glaube ich auch. Ist dein Frühstück. Los! Ich will nicht essen! Ich habe keinen Hunger! Wen interessiert das schon? Wollen Sie auch den Märtyrer spielen? Da! Ich habe Durst! Dann trink was, die Flasche steht da! Heute wird sich alles entscheiden. Bimbo ist unterwegs, um deinen Bruder anzurufen. Wenn er nicht zurückkommt, wird man euch nie wiedersehen. Wenn er das tut, was ich ihm gesagt habe, dann kommt ihr frei. Dann werde ich ihm zeigen, was ein Feigling alles kann. Hallo, Mario? Kommissar, er hat gerade angerufen. Wir haben herausgebracht, von wo? Von Sant'Agata. Sie sind nicht weit von uns. Er hat gerade angerufen, von Sant'Agata. Wir werden Sie finden. Spielt mir das Band mit dem Anruf vor. Sofort. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich sage das nicht zweimal.
zweimal. Tun Sie genau das, was ich Ihnen jetzt durchgebe. Aber das ist nicht Vitale! Nein, Kommissar. Die Untersuchungen der Ermordung der zwei Polizeistreifen haben ergeben, dass er einen Komplizen haben muss. Er heißt Aldo Spacesi, alias Bimbo. Der hat uns angerufen. Wollen Sie trotzdem das ganze Band hören? Ja, ja, Mario. Ich will das ganze Band hören. Um 1 Uhr hinterlegen Sie das Paket vor dem Brunnen auf dem Marktplatz von Sant'Agata. Sie werden dort einen alten Bettler sehen. Legen Sie es neben ihn. Am nächsten Tag werden die Geiseln freigelassen. Wenn Sie irgendwelche Tricks versuchen oder versuchen, uns zu folgen, werden Sie 2 Leichen finden. Verdammt! Das war alles. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, kam der Anruf aus einer öffentlichen Telefonzelle in Sant'Agata. Inspektor Santoro ist informiert worden. In Ordnung. Sorgen Sie dafür, dass keiner etwas auf eigene Faust unternimmt. Verstanden. Irgendwo hier sind Sie. Ihr Versteck muss irgendwo hier sein. Und ich finde es. Kommen Sie, lassen Sie alles hier. Die alte Fabrik da drüben, ich habe da jemand gesehen. Ich glaube, da werden wir fündig. Kommen Sie. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Das sagst du. Ich bin da nicht so sicher. Es wäre dumm von Ihnen, uns zu trauen. Sie werden versuchen, uns in eine Falle zu locken. Sie werden das tun, was wir von Ihnen verlangt haben. Wir haben schließlich die Geiseln, Nanny. Es handelt sich um seinen Vater und seine Schwester. Da geht's an das Eingemachte. Dein kleiner Bruder wird Recht behalten. Wirst schon sehen. Bist du verrückt? Tut mir leid, ich hab die Nerven verloren. Du kannst vom Glück sagen, dass ich dich nicht umlege. Geh aus, sieh nach, was los ist! Ich hab dir doch gesagt, dass hier nie einer herkommt. Weg hier! Er braucht einen Arzt! Ich kann ihn doch nicht... Halt's Maul, ich warne dich! Halt dein Maul! Mörder! Wenn du nicht das Maul hältst, bring ich dich um! Oh nein! Sie können mich nicht umbringen! Halt die Klappe! Sie können mich nicht umbringen, weil Sie mich brauchen! Sei ruhig! Sie sind feige! Sie werden mich nicht umbringen! Siehst du das hier? Nein! Carla! Das ist Carla! Dieses dreckige Schwein! Carlo, holen Sie mir Hilfe! Kommissar, wollen Sie etwa, dass ich Sie hier allein lasse? Los, laufen Sie schon!
Vitale! Hören Sie gut zu, Herr Kommissar! Sonst wird es Ihnen noch leid tun! Ihr Vater ist tot, Santini! Und Ihrem hübschen Schwesterchen! Schneide ich die Brüste ab, wenn Sie nicht tun, was ich sage! Sieh sie dir an, du verdammter Bluthund! Wozu verstecken Sie sich? Kommen Sie raus! Werfen Sie die Waffe weg. Ist das Vergnügen, Sie umzubringen? Auf Ihrer Beerdigung werden nicht sehr viele weinen. Der Tod eines Bullen, der viele Feinde und keine Freunde hatte. Noch so ein dreckiges Schwein. Sie haben jetzt keine Waffe, Nanny. Es wäre jetzt so einfach, Sie zu töten. Nur würden Sie damit Ihrer gerechten Strafe entgehen. Nein, ich werde dafür sorgen. Sie verbringen den Rest Ihres Lebens in einer Zelle. So lange, bis Sie zur Hölle fahren. Wissen Sie, was Sie sind, Nanny? Ein Haufen Dreck. Ohne Waffe sind Sie nichts. Dreck! Ein jämmerlicher Feigling! Bin ich das? Bin ich das wirklich? Es wäre mir ein Vergnügen, dich persönlich zu erledigen. Thank you.
bald wieder gesund. Ja, Carla, ich werde weiterleben. Eines Tages werden wir das alles vergessen. Ja, Papa. Der liebe Gott hat uns beschützt. Yeah.